Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zum Auftrag der Frühjahrsvollversammlung aus der Bischofskonferenz hier in Kloster Schöntal. Ich danke herzlich unseren Kolleginnen und Kollegen von katholisch.de, die das Ganze auch streamen. Danke ganz herzlich dem Kloster Schöntal für die wunderbare Gastfreundschaft, auch wenn wir hier tief im Wald gelandet sind. Danke meinem Kollegen Renz von der Pressestelle des Bistums Wartburg Stuttgart für eine Kooperation. Ich möchte eingangs kurz ankündigen, meine Kolleginnen, Frau Sova, Frau Heldlers, Frau Weber stehen für alle Fragen rund um die Uhr bereit. Nachher für den Bildtermin um 16 Uhr im Sitzungsraum treffen wir uns um 10 vor 4 hier vor dieser Tür. Und den Kolleginnen und Kollegen Kamerafrauen und Kameramännern sei gesagt, in der Kirche ist es nachher sehr eng, wir werden uns da alle vertragen. Herr Kardinal Marx wird einige einleitende Worte sagen, danach ist die Chance für Ihre Fragen und seine Antworten, den Vorsitzenden muss ich nicht eigens vorstellen, Sie kennen alle, der andere Herr daneben, Pater Dr. Hans Langendörfer, Jesuit und seit vielen Jahren, seit zwei Jahrzehnten Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz. Herr Kardinal, ich darf Sie Wort. Meine Damen und Herren, wir haben es gerade gehört, es ist ein entlegener Ort, das bedeutet aber nicht, dass die Probleme der Zeit auch weit entfernt sind, sondern sie stehen mitten auf unserer Tagesordnung. Und Sie als Medienvertreter helfen ja mit, dass wir auf dem Laufenden bleiben, dass die Themen auch wirklich überall hin transportiert werden. Besonders ein zentrales Thema, was uns auch in dieser Bischofskonferenz in Schöntal beschäftigen wird, das Thema Flucht und Migration. Wir haben jedenfalls die große Hoffnung, das möchte ich doch sagen, dass die politisch Verantwortlichen in unserem Land und auch in Europa, ja in der Welt, angesichts dieser Herausforderungen zusammenstehen. Ich konnte ja ein wenig am Wochenende, weil ich in der Nähe wohne, die Münchner Sicherheitskonferenz verfolgen. Und da war das auch ein Thema, was alle Ausschüsse, alle Referate mit durchzogen hat. Man konnte das wirklich spüren. Und da gilt es zusammenzustehen, nicht gegeneinander zu stehen, auch in einer großen Koalition, in einem großen Regierungsbündnis, miteinander. Es gibt keine einfachen Antworten auf all die Fragen. Allein die Frage, wie der Syrienkrieg beendet werden soll, ist eine riesige Frage, die wir hier nicht einfach beantworten können. Was heißt Willkommenskultur? Willkommenskultur kann doch bedeuten und sollte bedeuten damals, das ist ein Begriff, der dann geprägt wird, jemand, der in Not ist, den lassen wir nicht im Stich. Sollten wir das ändern? Nein. Kann ich nicht erkennen, warum man das ändert. Und wie können wir ihm helfen? Natürlich, am besten kann man Menschen helfen, dass sie dort bleiben, wo sie zu Hause sind. Dass sie dort eine Zukunft haben, wo sie ihre Sprache sprechen können. Wo sie ihre Kultur leben können. Wo sie ihre Verwandten haben und Freunde haben. Das muss unsere erste Ausrichtung sein. Fluchtursachen beheben. Natürlich ist die Flucht und alles hinter sich lassen, mit nichts aus dem, was man tragen kann, über das Mittelmeer zu kommen. Wie viele ertrinken? Jede Woche. Skandalös. Da sollten wir sagen, jetzt ändern wir unsere Meinung. Nein. Wie helfen wir? Wie können wir verhindern, dass Tausende von Menschen, im letzten Jahr Tausende von Menschen im Mittelmeer ertrunken sind? Ja, die Schleuser sind ein Problem. Kriminelle machen sich dort rein. Aber was kann man tun? Wir können ja sonst auch vieles tun. Wir haben die Finanzkrise beherrscht und das können wir nicht. Also da bin ich wenigstens jemand, der fragt. Ich habe keine einfachen Antworten, aber die Fragen können wir nicht unterlassen.
soll uns durch den Namen deines Gottes entweihen. In das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel steht.
hat mich nicht aufgenommen. Ich war nackt und sie hat mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht küssen. Dann werden auch die antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder obdachlos oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben sie nicht verfolgt? Darauf werde ich Ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden weggehen und die ewige Strafe erhalten, die Gerechten aber das ewige Leben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir. Identifizierung der Armen mit der Person Jesu Christi selber. Es ist keine Antwort auf alle politischen Fragen. Der Text gibt keine Lösungen für technische Fragen. Aber er gibt die Richtung an, er gibt die Prinzipien an, denen wir nicht ausweichen dürfen. Auch diese Motivation aus dem Gebetsgeist, aus der Begegnung mit Christus, das wird weitergehen. Es ist eine Aufgabe, die in der Kirche gestellt ist. Denn so evangelisiert sie die Welt. Christi Politik der Nachfolge gelingt, der die ganze Versammlung aufruft, für die verfolgten Christen in Syrien zu beten, an den Pater Jacques, den Pater Paolo Collio erinnert. Liebe Schwestern und Brüder, so wollen wir miteinander unseren Weg gehen, auch in turbulenten, herausfordernden Zeiten wie diesen, die uns richtig fordern, auch klar festzuhalten, die Prinzipien festzuhalten. Für die Menschen, die um ihr Überleben kämpfen müssen, um ein Ende des Krieges, um Versöhnung und Frieden und um eine gerechte Verteilung der Güter. Thank you.
Thank you.
Jesus Christus.